Erstmals findet der Istanbuler Wirtschaftsgipfel am 29. September in Berlin statt, mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland zu stärken. Zahlreiche Gäste sowohl aus der deutschen als auch von der türkischen Wirtschaft und Politik werden zusammenkommen, um über mögliche Handelsbeziehungen zu sprechen. Aus diesem Grund haben wir den Vorstandsvorsitzenden des Istanbuler Wirtschaftsforums Abdullah Deyer interviewt. Die zweitägige Veranstaltung wird in Berlin am 28. September beginnen. Nach mehreren Treffen findet am ersten Abend ein Empfang in der Botschaft der Republik Türkei in Berlin für die teilnehmende Delegation statt. Am zweiten Tag beginnt der eigentliche Wirtschaftsgipfel im Ritz-Carlton. Es handelt sich nicht um eine öffentliche Veranstaltung. Die Teilnahme ist auf etwa 300 Personen beschränkt und erfolgt ausschließlich auf Einladung. Es werden auch Pressevertreter aus der Türkei anwesend sein, daher rechnen wir mit einem hohen Aufkommen an deutscher und ausländischer Presse. Wie der Name Istanbuler Wirtschaftsforum schon vermuten lässt, handelt es sich um eine wirtschaftliche Plattform. Das Hauptaugenmerk wird darauf liegen, gemeinsam mit Deutschland, unserem größten Exportpartner, die Wirtschaft weiterzuentwickeln und Ideen auszutauschen. Nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft, sondern auch soziologisch gesehen ist Deutschland ein wichtiger Partner für uns. So ist in den letzten Jahren die Zahl der deutsch-türkischen Ehen gestiegen. Viele unserer Bürger leben zudem in Deutschland. Es kommen viele deutsche Touristen in die Türkei und viele deutsche Unternehmen investieren in die Türkei. Wir blicken auf eine 60-jährige Erfolgsgeschichte zurück, die wir gerne weiterführen möchten. In der Türkei wird ein wirtschaftliches Wachstum von 4-5% erwartet. Wir wollen diese wirtschaftliche Stockung in Europa und der Türkei überwinden, vor allem mit Deutschland und anderen europäischen Ländern. Wir erhoffen uns neue Unternehmensfusionen, neue deutsch-türkische Partnerschaften und neue Investitionen in die Türkei. Ein weiterer Punkt ist die Verwirklichung und Entwicklung von gemeinsamen Projekten in Drittländern. Diese Partnerschaft ist sowohl für die Türkei als auch für Europa unverzichtbar. Geografische Bedingungen fordern uns von beiden Seiten viel ab, daher sehen wir es als unsere gemeinsame Pflicht, unsere Beziehungen zu verbessern. Der Hauptgrund dieses Gipfels ist die Intensivierung und Erneuerung dieser Beziehungen. Wir planen eine jährlich traditionelle Veranstaltung in Berlin.